Namaste, ganz herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Simone von Drift zur Yoga. Auch heute habe ich wieder eine kleine Sequenz für euch vorbereitet. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin nicht nur Yoga-Lehrerin, sondern auch Heilpraktikerin und Osteopathin. Und diese kleine Sequenz heute auf der Matte, die soll uns so ein bisschen Handgriffe an die Hand geben. Vielleicht, wenn es mal Momente gibt, wo ihr nicht in die körperliche Yoga-Praxis gehen wollt, aber euch selber was Gutes tun möchtet, dann könnt ihr mit dieser kleinen Anleitung euch so ganz kleine osteopathische Selbstmassage geben. Ganz viel Spaß damit. So, ganz herzlich willkommen jetzt hier auf eurer Yogamatte. Ich hoffe, ihr habt euch schon einen bequemen Sitz gesucht. Denn also wirklich jetzt mit Kissen arbeiten, so dass ihr wirklich nichts mehr verändern müsst an eurer Körperhaltung, um wirklich so ganz in den Genuss dieser Massage zu gehen. Wir wissen, wie gut uns körperliche Berührung tut, aber es ist auch wirklich so, dass da, wo wir Druck auf der Haut erfahren, da, wo wir angefasst werden, da geht natürlich auch das Bewusstsein, also so nervliche Spüren geht dahin. Und so ist da natürlich mehr Aufmerksamkeit. Also gerade wenn es Bereiche gibt im Körper, die wir vielleicht mehr integrieren wollen, einfach auch mal hinlangen, mal ein bisschen massieren oder einfach nur die warmen Hände auflegen. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen bestimmte ganz wichtige Bereiche aus der Osteopathie und die wir eben aus der Anatomie kennen, einfach heute ganz besonderes Spüren hinbringen. Wärme, eben Entspannung, Regeneration soll im Körper über diese Art und Weise ankommen. Und vielleicht sind ein paar Handgriffe dabei, die eben euch besonders gut tun, dann nehmt euch die auch mit in den Alltag, wendet die immer wieder an, seid sanft zu euch, seid ganz bewusst mit euch. Und so wünsche ich euch viel Freude. Wir kommen beim Sitzen an. Gern die Hände mal vor der Brust zusammennehmen, die Augen schließen. Und wenn wir jetzt nur mal in diesem ganz ruhigen Sitz ankommen, in unserem Yogi-Atem ankommen, indem wir bei der Einatmung den Bauch, den Brustkorb heben und im Ausatmen wieder senken. Beginnen wir schon in der ersten kleinen Massage für uns. Denn jede bewusste Zwerchfellbewegung gibt den Organen einen kleinen Druck, verschiebt die Organe im Bauchraum und lässt euch innerlich Impulse setzen. Das ruhige Atmen, das auch so in diesen Parasympathikus geht, der eure Regeneration im Körper aktiviert. Und so werdet jetzt ganz ruhig. Lasst Stille einkehren. Und spürt die Handflächen mal ganz warm und fest ineinander. Diese zwei Körperhälften, die sich hier in der Mitte treffen. Und diese Wärme, die ich jetzt in den Körper gebe, in mein Bewusstsein. Und so dürft ihr mal ganz langsam anfangen, die Handflächen so richtig fest aneinander zu reiben. Kreiert mal eben Wärme, Energie. Und so setzen wir, legen uns diese Hände dann einmal ganz weit und breit auf unsere Herzgegend auf. Mit dem Wissen, dass diese Wärme mit dem Herzschlag jetzt durch unseren ganzen Körper transportiert wird. Und spürt mal hin in dieses Herzzentrum. Und spürt, wie sich unter euren Händen das Herz und die Atmung entspannt. Und dann nehmt ihr die Hände wieder zu euch und beginnt sie nochmal zu reiben. Lasst sie wieder ganz warm werden, eure Hände. Und als nächstes legt ihr euch diese warmen Hände mal auf eure Stirn und auf euren vorderen Kopfbereich auf, über das dritte Auge. Und dann die Hände einfach auch mal aufs Gesicht wandern lassen, so ganz das Gesicht
bedecken. Wenn jetzt schon mal die Hände auf eurem Gesicht liegen, da ist es oft schon ganz automatisch, dass eben die Fingerspitzen so über den Augenbrauen entlang zur Seite reiben, mal bei den Schläfen ankommen, mal das ganze Gesicht ertasten und über das Kinn wieder ausstreichen, die Handflächen treffen sich nochmal. So beginnen wir mal einzuatmen über die Nase. Bei der Ausatmung öffnet mal euren Mund und lasst mal das Ausatmen über den Mund ganz entspannt geschehen. Nochmal einatmen und keine Sorge, wenn ihr zu gähnen anfangt, es gibt keine bessere Entspannung für euren Unterkiefer als das Gähnen. Und dann beginnt er so langsam auch mal den Unterkiefer beim Ausatmen von rechts nach links zu schieben. Die Zunge ist ganz schwer. Dürft ihr natürlich auch gerne mal dabei rausstrecken. Und dann nochmal einatmen. Bleiben wir die Hände nochmal fest aneinander. Legen Sie uns nochmal auf, ganz groß aufs Gesicht. Es wird schon heißer. Und von hier aus mit dieser Wärme, da arbeiten wir jetzt, indem wir anfangen mal, so unsere Stirn so über die Mitte, über das dritte Auge nach oben auszustreichen und über die Seite bei den Schläfen anzukommen. Nochmal erst so die Haut, die ganze Stirn und seid nicht oberflächlich, sondern versucht wirklich über eure Fingerspitzen, so in der Tiefe, alle Strukturen jetzt zu ergreifen und mit in dieser kleinen Streicheleinheit dabei zu haben. Wenn ihr das nächste Mal beim dritten Auge ankommt, dann umgreift mal so mit Daumen und Zeigefinger eure Augenbrauen, zieht ganz leicht so die Augenbraue weg mit dem Gewebe drunter und streicht es mal zur Seite aus. Ganz leicht anheben, als würde da so diese Verklebungen darunter lösen. Und so an der Seite angekommen, auch ganz mal so ein bisschen die Schläfe massieren. Und nicht nur die Schläfe, sondern wenn da so ein bisschen mehr nach hinten rutscht, da findet man auch so überm Ohr, manchmal so auf dieser Linie, ein bisschen Muskelverspannungen, Triggerpunkte. Da haben wir eben einen Muskel, der auch nach unten mit dem Kiefer verbunden ist, wo auch mal Kopf- und Spannungskopfschmerzen entstehen. Also gern auch mal wegen so diese Linie nach hinten ausreiben. Ganz langsam, nicht schnell dabei sein, sondern eher in der Tiefe spüren. Und genau da, wo ihr jetzt von der Schläfe nach hinten gegangen seid, da jetzt mal so die Handballen aufsetzen, die Finger umschließen, vielleicht treffen sie sich auch oben. Und in der Einatmung heben wir mal ganz leicht gefühlt den Kopf mit an. Und das macht er nicht mit einem großen Druck, sondern wir arbeiten in der Osteopathie ganz sanft mit ein paar Gramm. Versucht er und stellt euch vor, wie der jetzt ein bisschen den Schädel löst und nach oben anhebt. Auf der Schläfe. Jetzt wird er da hier vorne die Stirn, den Frontalbereich leicht anheben. Und dann gebt ihr diesen Druck langsam nach und mit den Fingerspitzen streicht ihr mal so auf eure Kopfhaut nach hinten aus. Gerne ein paar Mal richtig schön mit den Fingerspitzen auf der Kopfhaut, durchs Haar, ganz leichter Zug. Und von hier aus angekommen, legen wir unsere Hände nochmal zurück auf die Stirn und fahren mal so die Stirn entlang nach unten über den Wangenknochen, so übers Kiefer nach unten, in unseren großen Masseter, den Kaumuskel. Und da streicht er mal ganz leicht so aus dem Kieferwinkel nach oben.
Könnt auch entspannt den Mund ganz leicht mit dagegen öffnen. Und ich glaube, es gibt sehr wenige, die hier keine Verspannung in diesem Muskel verspüren. Das stärkste Muskel im Körper und oft auch wegen so unser Ausgleich, wenn wir beißen oder knirschen, oder wegen so einen Halt zu nehmen, um Stress zu verarbeiten. Und hier ganz sanft mit euch sein. Spürt diese Punkte, aber da kommen oft auch Kopfschmerzen her. Also macht nicht zu viel, sondern ganz langsam in der Tiefe. Und wenn wir jetzt zurück nach oben kommen, dann streicht mal weiter zu euren Ohren. Ihr dürft euch auch so die Ohrmuscheln erstmal so ein bisschen ausstreichen. Und dann, nur um dann wirklich so einen richtig guten Kontakt der Hände an den Ohren zu bekommen, also fast mal so richtig so in diese Ohrmuschel, ganz grobflächig, und jetzt nicht einfach anziehen, sondern mal so versuchen, so einen kleinen Zug auszulösen, den der nicht an den Ohren spürt, sondern innerlich. Hier haben wir Kontakt zu unserem Temporalis, dem Knochen, der auch so innerlich von den Hirnhäuten eben umgeben ist, und so kann man eben unsere Hirnhäute ganz leicht aufziehen. Öffnet mal die Augen und schaut und streckt sie weit raus, weit nach oben. Das ist kein Schmerz, sondern so ganz entspannter Zug. Und dann lösen wir diesen Zug wieder, wandern mit unseren Händen nach hinten, so Richtung Hinterkopf, so in diesen ganz harten Teil des Kopfes, und auch hier mal mit euren Handkanten, der Fingerspitzenkante, also richtig schön hin und her, bis dieser Bereich ganz warm wird. Ein bisschen Druck mit dem Kopf nach hinten in die Hände ausüben, und dann umgreife ich den Kopf und ziehe ihn ganz leicht in die Länge. Und dann löst er mal die Hände, schüttelt mal die Hände aus. Legt die Hände ganz entspannt auf eure Knie und beginnt euch mal so langsam zu kreisen. Dieser Bereich des im Schulter-Nacken-Bereich ist so ganz wichtig, denn guckt mal, so die Größe des Kopfes, des Halses, aus diesem Kopf, aus diesem Hals, ganz viele Informationen und Strukturen, die in den Körper stammen müssen. Und da haben wir eben oft auch so kleine Engstelle, die wir eben über einen beweglichen Schulter-Halsbereich befreien können. Das können wir schon mal so ganz leicht vorbereitend machen über kreisende Bewegungen. Nur um dann die Handflächen, könnt ihr mal so auf den großen Brustmuskel, den Pectoralis, auflegen. Vielleicht auch hier mal so unterhalb des Schlüsselbeins euch zur Seite auszustreichen, diesen Muskel. Und dann mit den Fingerspitzen so in diese Kuhle, um das Schlüsselbein anzukommen. Es ist nicht immer sofort angenehm. Und seid auch ganz sanft mit euch. Zieht mal leicht die Schultern hoch, dann wird die Kuhle größer. Und lasst mal eure Fingerspitzen so nach innen gehen. Und wir hängen uns nicht einfach nur hin, sondern wir wollen die Schlüsselbeine so ein bisschen wegziehen von uns. Ganz kleine Kraft. Es wird nur ein paar Gramm an Kraft, die da wegzieht, das Schlüsselbein. Das könnt ihr dann mit so einer kleinen Bewegung auch machen. Und auch wenn es am Anfang erst noch ein bisschen unangenehm ist, es wird von Mal zu Mal angenehm, und irgendwann spürt ihr, wie sich eben da so ein bisschen mehr Raum entfaltet. Und dann löst er auch hier wieder, legt die Hände, lasst er nach unten wandern, so auf den Brustkorb. Dann mal in diese Bewegung mitgehen, wenn du unter euren Fingerspitzen spürt, wie sich eben der Brustkorb öffnet und sich wieder schließt, mit ihm das Zwerchfell. Und so ganz wichtige kleine Massage, eben auch die Mobilisation des Zwerchfells. Eure Fingerspitzen, die umgreifen schon mal wenigstens so diesen untersten knöchernen Rand. Mit der nächsten Ausatmung geht er nach vorne und lasst euch so ein bisschen rund werden und fallt mal auf die Fingerspitzen drauf. Auch hier, wir schieben nicht nach innen, sondern wir umgreifen. Und als würde man die Rippen wegziehen wollen,
und so ein bisschen lösen wollen. Auch hier werdet ihr spüren, wenn das Zwerchfell ein wenig verspannt ist, und es wird von Mal zu Mal besser, und es wird auch besser, wenn wir von Mal zu Mal mehr in unserer Bauchatmung ankommen. Und mit der Einatmung heben uns dann nochmal, lösen die Fingerspitzen. Und mit der Ausatmung greifen wir jetzt mal unsere Taille, werden nochmal rund und geben mal unserem Bauch so über unsere Finger eine kleine Massage. Einfach ein wenig so Klavier spielen, ein wenig so in das weiche Gewebe eintauchen, ganz locker bleiben. Und dann einatmen, wieder aufrichten, den Bauch richtig schön mitheben in der Einatmung. Ausatmen, lösen wir die Hände und bringen sie nochmal zurück vor die Brust. Wir beginnen, die Hände nochmal richtig schön warm werden zu lassen. Legen sie uns auf die Brust. Und dann nehmen wir einmal die rechte Hand und streichen damit unseren linken Arm aus. Wandern wieder zurück, wechseln die Seite. Die linke Hand streicht die rechte Hand aus, kommt wieder zurück. So könnt ihr euch natürlich auch die Arme, die Schultern, den Hals auch schön abklopfen. Und dann schütteln wir die Hände nochmal aus. Legen die Hände ganz entspannt zurück auf die Knie. Spüren vielleicht nochmal nach, wo unsere Hände gerade unseren Körper noch berührt haben. Bringen dann ein letztes Mal die Hände vor unserer Brust zusammen. So ganz in der Ehre und in der Verbeugung vor uns, unserem Körper, unserer Gesundheit, die wichtiger ist denn je. Verbeugen uns, und dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch ganz viel Freude mit diesen kleinen Techniken. Das sind so ganz einfache Techniken, die uns aber ganz essentiell vielleicht an bestimmten Stellen weiterhelfen können. Natürlich, alles, was wir hier tun, ersetzt keinen Therapeut, ersetzt keinen Arzt. Es sind einfach nur so bestimmte Punkte, die ihr immer wegen mitbearbeiten könnt, die ihr mitnehmen könnt in den Alltag, diese Techniken. Und ja, ganz viel Freude beim Ausprobieren. Namaste, bis zum nächsten Mal, eure Simone.